Frauke Ludowig zu Gast bei Tanja Szczupczenko und den Babys. Tanja Szczupczenko, 43, schwebt seit der Geburt ihrer Zwillinge Leo und Louis im doppelten Babyglück, aber auch im doppelten Babystress. Mit ihren beiden Neugeborenen hat die ehemalige Eiskunstläuferin jetzt alle Hände voll zu tun. Dennoch hat die dreifache Mama sich jetzt Zeit für ein Interview mit uns genommen. Zusammen mit ihrem Mann Norman, Tochter Jona und den Zwillingen begrüßt sie Moderatorin Frauke Ludowig exklusiv in ihrem Zuhause. Plötzlich fließen die Tränen, eigentlich hätten die Zwillinge erst in diesen Tagen das Licht der Welt erblicken sollen. Doch in der 34. Schwangerschaftswoche platzte bei Tanja die Fruchtblase. Per Notkaiserschnitt mussten Leo und Louis geholt werden und starteten ihr Leben als Frühchen in dieser Welt. Doch nicht nur über die dramatische Geburt von Leo und Louis spricht Tanja im Interview ganz offen. Die 43-Jährige spricht auch ganz offen über das Thema künstliche Befruchtung und einen damit besonders schmerzvoll verbundenen Moment, bei dem ihr die Tränen in die Augen steigen. Tanja Szczupczenko kann ihr Glück über die Zwillinge Leo und Louis kaum in Worte fassen. Zum ersten Mal spricht sie darüber, wie lange sie versucht hat, Nachwuchs zu bekommen und wieso es nicht klappte. Das Familienglück bei Tanja Szczupczenko, 43, und Norman Jeschke, 42, könnte nicht größer sein. Gemeinsam mit ihrer Tochter Jona und ihren neugeborenen Zwillingen Leo und Louis genießen sie jede Sekunde, denn die Eltern wissen, dass die Geburt ihrer Sprösslinge nicht selbstverständlich ist. Jahrelang hat das Paar versucht, noch ein Kind zu bekommen, erfolglos. Dabei kam es für die Schauspielerin und Eiskunstläuferin zu mehreren Fehlgeburten. Das waren Momente, die sind halt ohne Worte, sagt sie über den Zeitpunkt, als sie während einer Schwangerschaft in Lebensgefahr schwebte. Woran das lag und wie es dem Paar damit erging, erfahren Sie im Video.